Hallo und herzlich willkommen. Heute ein ganz, ganz besonderes Video, denn ich bin aufgeregt. Ich habe mich extra rasiert, frisch gemacht. Ich habe das Gefühl, ich habe ein Vorstellungsgespräch. Aber eigentlich machen wir heute nur den Hausbesuch bei der neuen Halle von Propane. Da ist das Schild. Da ist die Halle. Wir sind verabredet mit David Asfalk, dem Geschäftsführer. Ich hoffe, der hat Zeit für uns, ein bisschen was zu zeigen. Bin gespannt, wie viel schon fertig ist. Ich habe gehört, es ist noch nicht ganz alles fertig. Aber wir haben gedacht, wir nehmen euch heute mit und zeigen euch mal die Räumlichkeiten von Propane. Bleibt dran, es wird spannend. Kurzes Intro und dann würde ich sagen, ab geht's, bis gleich. Jo, wer ein bisschen was zum neuen Gebäude schon gesehen hat, der wird wahrscheinlich auch dem Instagram-Account von David Asfalk folgen, weil der postet jede Menge Stories von dem neuen Gebäude. Da habe ich darauf reagiert und habe gesagt, David, wenn ich meine Fahrräder abhole fürs mobile Testzentrum in Winterberg, dann will ich ein bisschen was zum neuen Gebäude sehen. Und umso mehr freue ich mich, dass er ein bisschen Zeit hat. Ich hoffe, er ist schon irgendwo da und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein, gucken uns das mal an. Natürlich mit Maske. Sind zwar getestet, aber wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Und dann würde ich sagen, kommt mit. Ja, herzlich willkommen, David. Schön, dass du Zeit hast. Danke, dass du uns ein bisschen rumführst. Erzähl doch mal kurz was zu dir. Du bist wie alt jetzt? Oh, das ist. Darf ich das verraten? Darf ich verraten, 39. 39. Drei Kinder, wenn ich richtig informiert bin. Genau. Ne? Eine Frau gibt es auch noch. Die habe ich auch schon mal kennengelernt. Super nett auch. Du hast Zeit für uns, um ein bisschen uns rumzuführen. Wir sind im neuen Gebäude. Wer deinen Instagram-Account verfolgt, der sieht immer jeden Tag fleißig Bilder davon. Genau. Dann würde ich sagen, ich übergebe das virtuelle Mikro an dich. Wo sind wir? Was gibt es hier zu erleben in dem Raum? Genau, wir sind hier direkt im Eingangsbereich. Das heißt, hier wird später ein Teil des Verkaufs sitzen. Wir haben links den Ausstellungsbereich, wo wir einzelne Exponate ausstellen, wie hier das Eugene. Ja, eigentlich so immer die aktuellsten Modelle oder dann auch mal so eine Sonderlackierung vom World Cup Team George Brandingham. Das gucken wir uns mal an. Das könnt ihr euch mal genauer anschauen. Da ist sehr viel Detailverliebtheit, wenn man näher hinschaut. Hier oben sind die Kiwis einlackiert. Ja. Geil. Ja, das ist. Und das wird aber nicht gefahren? Das gibt es ein Rad, was er selber fährt. Und das war das Rad, das eigentlich für einen World Cup gedacht war, der leider abgesagt wurde. Und jetzt steht es eben hier nagelneu. Geil. Auch schön. Ansonsten wird es hier gebraucht stehen, genau. Mhm. Hier suchen wir gerade noch die interessantesten Rahmen raus. Ich meine, ein Highlight haben wir schon mal, sage ich mal, ein bisschen lieblos aktuell reingestellt. Wird aber der sieht noch, ja, schon was älter aus hier, oder? Das ist schon ein bisschen älter, das ist der Grandpa. Das ist der allererste Prototyp. Davon gab es zwischen 3 und 5, ja. Je nachdem, ob man die kaputten mitzählt, die dann zu Tode getestet wurden. Ja. Mhm. Das ist das allererste Propane-Bike, das es damals gab, noch als Hobby vom Robert. So neben Studium so, ach, ich habe da eine tolle Idee für ein Hinterbausystem und lass doch mal so einen Rahmen bauen. Darf ich den rausnehmen? Ja. Wie lange ist das her? Das durfte, ja, 2007, 2008, 2009, in dem Bereich durfte das gelegen haben. Cool, da war ich noch im Kindergarten. Ja. Stimmt nicht. Ja, geil. Cool. Ja, der ist aber wahrscheinlich ein bisschen schwerer als der da. Der ist minimal schwerer, ja. Der ist voll Alu. Ich wollte sagen, der ist voll gut. Einfach so voll gepresst. Ja, das ging damals nicht anders. Ja. Damals hat noch keine Alu-Knappheit geherrscht, deswegen hat man das Ding einfach voll gemacht. Ja. Welche werden da noch reinkommen? Hast du schon Ideen? Ja, es wird definitiv der erste Taille-Rahmen mit reinkommen. So ein paar Test-Samples, die wir quasi von der Testmaschine runternehmen quasi, dass man mal sieht, dass wir wirklich auch in-house testen, können wir uns nachher mal anschauen, das aktuelle Testlabor von uns. Und natürlich, also meine Idee aktuell ist es, rechts immer das neueste Modell, also das neue Rage, ja, in der Mitte vielleicht so die Mid-Season, du hast vorher gemeint, du hast noch eins von dem roten übrig, ja, das war so Baujahr 2010, 2012. Kann sein, ja. Ja, und dann am Anfang immer das erste Bike, das soll so ein bisschen der Zeitstrahl sein und ich denke, wir fangen an mit Rage und mit Taille, das sind so die zwei, ja, Killer-Bikes bei uns, ja. Ja, auch die, glaube ich, die längste Geschichte haben. So, ne? Eben, ja, genau. Ja. Ich glaube, so Taille war das, wo
Ja, als ich dazu kam damals, 2013, da kam das TAI gerade raus. Genau, 2012 haben wir das erste TAI genau gelauncht. Die zwei Bikes mit der längsten Geschichte. Ja, cool, cool. Und hier wird es was zum Anziehen geben, oder? Ja, wir haben ja eine Riding Collection von unseren Teamfahrern. Da gibt es ja mal Jerseys von Leeds etc. Und hier wird natürlich noch das ein oder andere noch dazukommen, ja. Cool, cool. Genau, aktuell sind es das Kaisers neue Kleider. Also, schon, oder? Ja. Wir können das hinhängen, damit es nicht so leer aussieht. Genau. Ja. Wann seid ihr hier eingezogen? Also wir sind hier wirklich halb auf der Baustelle, aber umso besser, dass David Zeit für uns hat. Also zurück, wann seid ihr eingezogen? Genau, also ich bin mit dem Robert zusammen am Samstag in einer Hauruck-Aktion mal eingezogen. Das war vor, ich glaube, 3 Wochen. Ja. Und jetzt so peu à peu haben wir die Teams umgezogen. Das heißt, immer sich Dienstag bis Donnerstag Engineering. Ja. Das heißt, wir packen das ganze Zeug hier rüber. Aktuell ist es ein bisschen schwierig durch Corona. Das heißt, wir brauchen mehr Platz. Ja. Das heißt, viele bleiben trotzdem noch im Homeoffice. Das heißt, erst ziehen 3 um, dann kommen am nächsten Tag die anderen aus dem Homeoffice, die anderen gehen rein. Ist ein bisschen komplizierter, als wir uns das gedacht haben. Aber so wirklich umgezogen sind wir jetzt eigentlich diese Woche. Cool, okay. Also. Genau, die Wand zum Beispiel, die wurde gestern noch gestrichen. Ja, da sieht man mal, das ist alles noch wirklich. Können wir uns mit dem Handabdruck verändern? Ja, kannst du mal schauen, ob es noch funktioniert. Genau. Ja, cool. Und hier wird dann so: Hallo, herzlich willkommen bei Propane. Genau. Das ist quasi der Empfangsdresen, wenn man so möchte. Mhm. Genau. Wir haben natürlich hier unten Umkleidebereiche für spätere Testfahrten. Das haben wir alles hier unten. Und was wir natürlich auch haben, ja, ist, ja, das ist so das Highlight bei uns im Endeffekt, unser Mitarbeitercafé. Das heißt, da, wo jetzt alle immer ihre Kaffeepause jede halbe Stunde einlegen? Viertelstündig mittlerweile, genau. Viertelstündig, genau. Okay. Ja. Ja, wunderbar. Sollen wir uns einen Kaffee besorgen? Und dann, ich habe nämlich eine Instagram-Umfrage gestartet. Da können wir nämlich noch mal ein paar von den Fragen, die die Community hat, an dich stellen. Gar nicht. Und dann trinken wir ein Käffchen mit Laurin und ich muss nämlich auch saufrüh aufstehen. Und dann, ihr seid eingeladen, also. Oh, wow. Oh, schau mal an. Dann nehme ich direkt 3. Ja, natürlich. Okay, cool. Lass uns einen Kaffee raus und dann quatschen wir weiter. 3 Cappuccino, bitte. Okay, wir hatten eine kleine Pause, wir hatten jetzt drauf gekommen, Team heißt, toll ein anderer macht und ich würde sagen, wir steigen mal wieder ein in das, was auch für euch interessant ist. David, was hast du gemacht, bevor du bei Propane warst? Ganz am Anfang habe ich eine Schreinerlehre gemacht, das hilft mir heute noch. Hast du den Fußboden selbst verlegt hier in der Hand? Ja, ich hatte kurz die Idee und dann habe ich aber gesehen, wie viel Arbeit es ist und habe gedacht, nein, das ist toll ein anderer macht. Wir haben es im Team gemacht, nein, habe ich nicht, aber ich habe eine Schreinerlehre gemacht und da ich da schon wirklich im Wettkampfsport tätig war, kam uns die Idee, komm, wir machen einen Radladen auf und habe dann mit 17 unter dem Namen meiner Mutter damals noch meinen ersten Bikeshop gegründet, mit 18 dann offiziell. Mhm. Habe das dann ausgebaut, wir haben es gerade davon gehabt, erster Mitarbeiter vom Team, den habe ich eingestellt mit 18, das war witzig, weil der war damals 38, da musste ich mir erstmal, ich glaube, sein erster Satz war, Respekt muss man sich verdienen, den kriegt man nicht einfach so, das haben wir irgendwie gemerkt. War ziemlich interessant, mit einem doppelt so alten Mitarbeiter zu arbeiten, aber war eine tolle Zeit. Und dann haben wir das ausgebaut bis auf 3 Fahrradgeschäfte. Dann die waren die hier in der Gegend? Genau, die waren Tettnang, Weingarten und Biberach, so quasi schön verteilt. Mit meiner Schwester zusammen dann, die stieg dann ein paar Jahre später ein. Und das hatten wir, ich glaube, wir hatten die Läden bis 2010, 2012, sowas in die Richtung. Und parallel haben wir schon die Firma Sixpack gegründet. Und dann später eben Propane und dann war irgendwann klar, jetzt muss ich mich entscheiden, Fahrradgeschäft oder Propane. Damals hat mir jeder geraten, bleib doch bei dem Fahrradgeschäft, es läuft gut. Wir waren damals ein relativ großer Händler der Marke Specialized und die war das gut. Und jeder hat gemeint, hey komm, was soll das hier mit eigenen Rädern? Aber ich glaube, ich habe mich richtig entschieden für Propane, ja. Wann bist du zu Propane gekommen? Welches Jahr war das? Propane, ich bin eingestiegen, weil wir die GmbH gegründet hatten. Das war 2011, 2012, das ging so gerade über die Jahreswende. Gegründet oder sagen wir, die Idee dazu hatte der Robert Kraus und der Markus Zander. Mhm. Und haben dann gemerkt, ey, wir können super Bikes entwickeln, aber wir haben keine Ahnung, wie wir das Zeug verkaufen. Und sind dann eben an mich herangetreten und gesagt, hey, würdest du nicht mit einsteigen? Und das war so der Startschuss zur Propane Bicycles GmbH. Deswegen haben wir gleich da noch eine GmbH gegründet und eben auch die Umstellung auf Direktvertrieb. Ja. Cool. Das heißt, die Räder vorher, wenn du sagst Umstieg auf Direktvertrieb, vorher habt ihr
Über Händler Kultur verkauft? Genau, die ersten 50 Rage, die gingen an Händler. Ja. Ah, krass. Genau. Und die Markus und Robert, wann haben die angefangen mit Propane? 2007, 2008. Ja. Okay, krass. Und das heißt, die haben dann so ganz klein im Stillen, aber das war nebenberuflich oder hauptberuflich? Ja, also das war, beim Robert war das neben Studium sogar noch. Ja. Krass, okay. Genau, und Markus neben Sixpack, also Markus war da schon bei Sixpack aktiv und hat es nebenher gemacht, war nie Zeit und dann hat es jemand gebraucht, der das dann quasi Vollzeit macht. Ja. Okay, cool. Und ihr seid ja ein bisschen, oder ihr wart ja nicht immer in dem Gebäude, das wissen wir sowieso, aber ihr seid ein bisschen umgezogen zwischendurch, ne? Genau. Wie war der Werdegang? Also ich kenne noch das Autohaus mit Gartenhaus drin. Das war auch so ein bisschen der Anlass, warum ich sagte, wir müssen in unsere erste Halle auch ein Gartenhaus bauen. Aber was war davor? Davor war es direkt in meinem Bikeshop oben drin. Da haben wir 28 Quadratmeter gemietet. Witzigerweise, die letzte Halle, die wir gebaut haben, da ist das unser eigenes Büro, 28 Quadratmeter groß. Das haben wir dann, war gerade der Schreiner da, der gemeint, wie groß? Sag ich, ja, 28 Quadratmeter, so wie die Firma früher. Ja. Ganz witzig. Und es hat, glaube ich, 1,5 Jahre gedauert. Dann haben wir gemerkt, wir brauchen mehr Platz. Dann haben wir diese besagte Autohaushalle angemietet. Das ging auch 2 Jahre. Und dann sind wir nach Fock gezogen, haben quasi unsere eigene Halle gebaut. Und ich weiß nicht, ich bin da reingelaufen und gesagt, boah, das ist das letzte Gebäude, was wir bauen. Das reicht ja 100 Jahre. Ja. Und 5 Jahre später haben wir dann angefangen, die Halle hier zu planen. Sind mittlerweile hier noch in ein Nebengebäude gezogen, was wir anmieten, eine alte Tennishalle. Genau, und planen eigentlich schon den Anbau von dieser Halle. Ja. Aktuell sind wir roundabout knapp über die 100. Krass. Genau. Krass. Wie viele sind im letzten Jahr dazugekommen? Ja, dass ich jetzt nicht lüge, aber ich meine zwischen 40 und 50. Also verdoppelt letztes Jahr. Verdoppelt, genau. Wir haben das Gebäude damals echt groß geplant, gesagt 60 Leute, das ist mega, das funktioniert super. Und haben dann immer mehr oben quasi Nebenräume und Büroräume umgebaut. Jetzt sind wir irgendwo Corona-konform auf 60 Arbeitsplätze. Ja, vielleicht mal später 65, aber mehr gehen hier nicht rein. Ja. Ja, krass, das heißt, genau. Bei den anderen Gebäuden, also es gibt ja jetzt nicht nur das. Genau, es gibt die Tennishalle, da sind ungefähr 30 Leute untergebracht und das alte Gebäude wird jetzt aktuell gerade umgebaut, nochmal ein bisschen verschönert und dann ziehen wir da direkt auch gleich wieder ein. Ihr seid umgestiegen auf Direktvertrieb, als du dazugekommen bist ungefähr? Genau. Jetzt ist, glaube ich, würde ich sagen, eins der Alleinstellungsmerkmale der Konfigurator. Also man kann mein Bike so zusammenstellen, wie man will. Genau. Wie seid ihr darauf gekommen, dass man das machen muss? Das war in dieser Autohalle. Ja. Da war dann aktuell wirklich der einzige im Kundenservice. Und irgendein Kunde rief an und sagt, Mensch, das Komprad würde mir perfekt passen, aber könnt ihr nicht aus dem nächstbesseren mir die Gabel umbauen? Und ich dachte mir, wenn die Gabeln liegen hier, ist eigentlich kein Problem. Ja. Haben ihm die Gabel mit dem Aufpreis da reingebaut, der war super happy. Und dann kam uns die Idee, Mensch, das können wir eigentlich jedem anbieten. Wir können ja irgendwie einen Dropdown auf die Website setzen und mal die Gabeln ausprobieren. Und da kamen die Gabeln, da kam der Dämpfer, da kam die Bremse, glaube ich, dazu, Laufräder, dann kamen verschiedene Farben. Damals waren natürlich bunte Felgen, war natürlich das Megathema. Und so kam das quasi so, ja, Kundenidee umgesetzt quasi. Und mittlerweile ist es, glaube ich, ein mega USP von uns, dass wir wirklich frei konfigurieren. Es kam dann eben irgendwann die Aktion Free. Weil du konntest quasi im Comp dann immer nur eine Gabel, eine Bremse auswählen. Und dann haben wir gesagt, Mensch, komm, lass uns doch für die Cracks dieses Free machen. Mhm. Witzigerweise, genau in dem Jahr liefen, ich glaube, 75% Free-Bikes, also frei konfiguriert und die anderen nur so optional. Und jetzt ist ja so, dass es quasi eigentlich, du kannst dir jedes Rad als Basis rausnehmen, aber wenn du dich anstrengst, kannst du aus dem Comp auch ein Pro konfigurieren. Ja. Würdest du sagen, das war die Goldidee? Direktvertrieb und in Kombination mit Customizing definitiv. Ja, das ist genau das, was, also bei uns ist es ganz krass, wir machen auch wirklich nur das, was wir wirklich auch gut finden. Also wenn jetzt, keine Ahnung, irgendeine Idee, die der Markt gerade unbedingt möchte und wir nicht davon überzeugt sind, dann gehen wir da auch nicht mit. Ja? Und Konfigurator, jeder von uns hat sich das Bike dann quasi als Comp umgebaut. Dann kann ich es auch jedem anbieten. Und das ist wichtig, dass man authentisch bleibt und das macht, dass man selber geil findet. Und ja, ich glaube, das ist ein riesen Pluspunkt für uns, ja. Cool. Ey, ich habe eine gute Idee. Ich würde sagen, wir trinken Kaffee leer und dann fände ich es, glaube ich, ganz cool, wenn wir mal so durchlaufen, Rahmen kommt an, bis Fahrrad ist fertig. Wäre das eine gute Runde für die Firma? Ja, geil. Dann würde ich sagen, hier den letzten Schluck.
David, wir sind hier im Kartonparadies oder wo sind wir? Genau, wir sind hier nicht im Kinderparadies, sondern im Kartonparadies. Ja. Hier halten wir Ware vor für circa eine Woche. Das heißt, es ist so das Kommissionierlager. Also das reicht für eine Woche. Das wird für mich ein ganzes Fahrradleben lang reichen, aber hier reicht so eine Woche, ist okay. Genau. Geil. Genau, das ist so eine Woche. Ich zeige euch mal schnell, wie wir das Ganze quasi aufgebaut haben. Wir haben Rahmen, wir haben Donnerstag, das heißt, man sieht, es ist schon sehr, sehr leer geworden. Ja. Mhm. Wir füllen zwar permanent auf, aber der Hauptauffülltag ist der Freitag, dann für den Montag darauf. Genau, wir laufen am besten dann, nur mal, ihr wisst ja, also die Aufträge, die nächste Woche produziert werden, wird das dann auch dementsprechend aufgefüllt? Also wenn ihr sagt, ey, nächste Woche ist eine Fox-Woche und wir machen nur Fox-Rabeln, oder? Genau, also aktuell ist es wirklich so, aktuell bestimmen die Komponenten unserer Produktion. Das ist nicht vorstellbar, was gerade in der Bike-Branche abgeht. Also wir kriegen am 16. ist quasi Verschiffungsdatum in Asien und wir kriegen am 15. abends und am 16. morgens die Info, sorry Jungs, wir brauchen noch 3 Wochen oder 4 Wochen. Also das sind echt so ganz krasse Verschiebungen und dann steht bei uns halt mal ganz kurz alles Kopf. Das heißt, du musst dann die nächste Woche komplett umplanen. Dann gibt es halt keine Fox, sondern gibt es jetzt RockShox. Und das ist schon gerade sehr, sehr anstrengend. Ja. Okay, okay. Ja. Okay, hier sind Laufräder, sehe ich. Genau. Genau, wir haben hier ja, Shimano, egal was. Und wow, guck mal hier. Nice. Geile, fette Gabel. Okay, ich darf hier nichts rausnehmen, weil das ist alles eingeplant. Ja, das ist leider so. Ja. Das heißt, hier sind die Kommissionierlager. Das heißt, von hinten wird vorgeräumt. Und hier fängt das eigentliche Kommissionieren an. Ich zeige euch mal schnell, wie wir starten. Wir starten mit dem Rahmenaufbau. Es ist gerade 12 Uhr. Gerade ist Mittagspause, deswegen können wir hier rein. Genau, deswegen können wir kurz rein. Hier starten wir mit dem Rahmenaufbau, sprich hier bauen 2 Leute den ganzen Tag Rahmen auf. Wir bestickern die natürlich mit den Custom Vehicles, so wie man sie möchte. Hier sind die ganzen Farben drin. Das heißt, hier startet das Rad und da geht auch schon die erste E-Mail raus. Rahmenproduktion, ja. Was ist deine Lieblingsfarbe als Stickel? Aktuell Chrom. Chrom? Ja, ist auch leer, glaube ich, Chrom, oder? Chrom ist meistens leer, ja. Und sag mal, die Rahmen, kommen die so, wie sie jetzt hier sind, oder werden die hier auch noch zusammengeschraubt? Nee, die kommen so. Die kommen so, ja. Okay. Das heißt, dann ist hier eigentlich nur Aufkleberei? Genau, hier ist Aufkleberei. 1, 2 kleine Details pro Rahmen. Jeder Rahmen hat so seine eigene, wie soll ich sagen, eigenen Zusatz. Beim einen muss man vielleicht noch ein Schaltauge anschrauben, weil es gerade aktuell in Asien nicht verfügbar war und wir es dann separat bestellen. Manchmal muss man die Unterfahrschützer, in Anführungszeichen, die Plastikteile noch anschrauben. Aber im Endeffekt ist es wirklich hier bestickern. Cool. Genau. Cool. Und hier kriegt einer seinen Spindrift. Hier. Geil. Ja, absolut. Ja. Ich hoffe, das ist nicht unseres, weil das wollte ich ja nachher schon mitnehmen. Ja, das kann gut sein, dass wir da nicht fertig sind. Genau. Cool. So, dann gibt es hier diese Wägen. Das genau. Heißt, dass der Einkaufswagen, wenn ich hier ein Fahrrad bestellt habe, dann laufe ich hier so durch den Laden? Genau. Ja, das war mal die Idee, irgendwann mal so eine coole Aufbaustory zu machen, so baue dein eigenes Rad auf und kommissioniere selber. Aber in der Zeit sind wir so schnell gewachsen, dass es einfach nicht mehr umsetzbar war, aber trotzdem war es eine witzige Idee. So geht das Rad in Start und dann läuft ein Kommissionierer diese 2 Gänge entlang und danach ist das Rad komplett voll. Wir haben hier ein Tablet, da ist der ganze Auftrag drauf. Mhm. Derjenige hat einen Scanner, scannt die ganzen Waren ab, wir haben die ganzen Kartons belabelt und so passiert normalerweise ganz wenig an Fehlern. Sag mal, das müsste gerade irgendwo der falsche Artikel im richtigen Karton sein und umgekehrt. Ja. Ansonsten hat der Wagen genau die Teile, die der Kunde auch bestellt hat. Aber das finde ich ein richtig cooles Konzept, weil ich sag mal, das ist natürlich nicht so ganz leicht, wie du sagst, dass wenn jeder komplett frei alles zusammenstellen kann, dass auch immer das auf dem Wagen landet, was da drauf soll. Ne? Genau, das ist so das große Problem. Ja. Okay. Nach der Kommissionierung haben wir sogenannte Supporter. Die Supporter, die arbeiten dem Mechaniker zu. Das heißt, hier ist extrem viel, was man entpacken muss. Ja. Hier ist es ganz cool, die Jungs, die sammeln diese Verpackungen, wir verwenden die weiter. Ja. Das ist bei uns gerade einfach auch ein wichtiges Thema. Was machen wir denn mit dem ganzen Plastikmüll, Kartonmüll, der anfällt? Hier der Supporter entpackt, dann sieht es am Schluss echt so aus, sortiert es so einen Tick vor, zieht dann im besten Fall sogar schon die Reifen auf. Das haben wir hier noch nicht gemacht, da sind die gerade dabei. Das heißt, Reifen, Kassette, Bremsscheibe wird schon montiert. Mhm. Und somit schaffen wir es natürlich in sehr kurzer Zeit, die Räder dann zusammenzubauen. Aber das ist, also, das ist ja, glaube ich, ich darf es ja erzählen, ich war ja schon mal da. Diese Supporter sind neu, oder? Also die gab es früher nicht, oder? Genau, das ist eine Idee vom EMU. EMU ist Mitarbeiter Nummer 1. EMU hat mit mir angefangen, wir haben zusammen das quasi hochgezogen. Da hat der Robert, wie gesagt, von zu Hause aus gearbeitet. Mittlerweile Produktionschef bei uns. Ohne den würde hier wahrscheinlich
nada, nichts gehen. Ja. Echt eine Koryphäe. Und der hat eben so Ideen, wo er sagt, Mensch, lass mir doch einfach zwei Leute für 6 Mechaniker zuarbeiten. Das ist ja echt eine extreme Zeitersparnis. Mhm. Ja. Ja, genau. Klar. Für die Zukunft gehen wir ein bisschen mehr in Automatisierung. Das heißt, wir schauen ein bisschen mehr, dass wir mit Maschinen arbeiten können. Es gibt Reifenaufziehmaschinen, es gibt... Ich wollte gerade sagen, der hat ja abends blutige Hände, wenn er den ganzen Tag ich so Super Gravity-Reifen aufziehen muss. Genau, ich muss jetzt mal eine Woche, hätte ich es machen sollen, nach 3 Tagen habe ich dann gesagt, weiße Fahne, ich kann immer, ja. Das ist echt ein richtiger übler Job und auch da versuchen wir möglichst jetzt viel zu automatisieren. Ja, genau. Cool. Geil, derjenige kriegt hier aber auf jeden Fall so eine Black Beauty, oder? Der kriegt die Black Beauty. Schwarz sehe ich nur. Genau. Wem auch immer das Fahrrad gehört, geile Auswahl. Ja, absolut. Aber keine Chrom-Decals, aber die sind vergriffen. Na ja, gut, ich denke, dass das hier das ein Konzept Black Stealth ist. Ja. Gut, Supporter hat Rahmen aufgebaut, da wird gerade so ein Wagen hin und her geschoben. Genau. Was passiert dann mit dem Wagen? Dann nimmt sich jeder Mechaniker, der gerade frei ist, können wir gerne mal den Weg ablaufen, so einen Wagen und baut im besten Fall das Fahrrad zusammen. Mhm. Ja. Das bekommen hier jetzt in die... Also wie ihr seht, bei Propane arbeitet eigentlich niemand. Genau. Wir sind zur Mittagspause da, nicht, dass das falsch verstanden wird. Genau. Das heißt, wir haben hier 14 Arbeitsplätze, 7 Doppelarbeitsplätze. Das heißt, hier sehen wir schon ein relativ weites Rad. Das heißt, Wagen kommt hier ran, alle Teile angebaut, einmal komplett aufgebaut. Das heißt also auch Lenker, Vorbau wird komplett schon montiert. Geil! Was sagt ihr dazu? Also ist ja kein Schwalbereifen, aber trotzdem schön. Ja, der Mr. Bike wird sich freuen, ja. Ganz, ganz mega cooler Typ, der die Reifen da produziert. Ja. Der heißt Bike, das ist sein Vorname. Ja. Hat er sich aber, glaube ich, erst nachher geben lassen, oder? Ja, das ist in Asien ja so, dass die irgendwo ihre Namen, glaube ich, in der Ende Grundschule, Anfang weiterführende Schule, kriegen die ihre Namen. Und der heißt Bike Sukhanyanapong, also witziger Typ. Geil. Aus Thailand. Ja, ganz bekannt in der Branche, Mr. Bike heißt der eigentlich. Mr. Bike. Ja. Genau. Also sprich, hier wird das Rad komplett montiert, die Bremsen, wird alles fix fertig gemacht. Wie viele Leute arbeiten denn hier? Wir haben 14 Monteure hier stehen. Wie viel schafft so ein Monteur, wie viel Räder am Tag? Zwischen 5 und 7. Boah, okay, ja. Geil. Das geht schon was vorwärts. Ja. Wir wissen auf jeden Fall, wie diese... Ja, das ist witzig. Ich wollte kurz mein eigenes Bike zusammenschrauben. Und du warst 3 Tage hier, oder? Ungefähr, gefühlt war es 3 Tage. Es waren nur 4 Stunden. Dann einmal ganz kurz zum Emo. Also Emo, wie lange brauchen deine Jungs denn? Er so, also, ja, 30, 40, 50 Minuten. Ich so, okay, dann bewerbe ich mich lieber nicht bei euch. Ja. Auch hier natürlich alles mittlerweile umgebaut. Wir haben die Leitungen oben verlegt mit Druckluft. Das war einfach so von den Mechanikern gewünscht, dass einfach alles ein bisschen aufgeräumt, ein bisschen sauberer ist. Jetzt auch hier ganz oder relativ neu die hydraulischen Montageständer, gerade für die E-Bikes, ist es fast unmöglich, diese E-Bikes an den, sag ich mal, analogen Ständern aufzubauen. Da kippt ihr mehr um, als dass das Zeug steht. War ein cooler Invest, hat sich auf jeden Fall rentiert. Direkt, wenn das Rad fertig ist, hier haben wir so ein fertiges Rad, ja, geht es an eins dieser 2 QC-Plätze. Und hier checken die Jungs nochmal komplett jeden Step. Das heißt, es werden alle Schrauben nachgezogen, es wird die Schaltung mal kurz kontrolliert, es wird jede Komponente nochmal abgecheckt, ob wirklich das dran ist, was im Auftrag ist. Ja. Genau. Und dann ab in Versand. Cool, okay. Das heißt, hier habt ihr so schicke, fertige Versand. Genau. Qualitätsmanagement. Genau. Und aktuell leider der meistgebrauchteste. Achtung, Fehlteile. Aber man sieht schon, es ist echt gerade aktuell nicht zufriedenstellend in der Bike-Branche. Aber es geht nicht nur Propane so, das geht jedem so. Natürlich unsere Kunden, die da angepisst sind und zu Recht angepisst, haten natürlich gegen uns, das ist ganz klar. Der nächste hater gegen seinen Hersteller. Es ist einfach gerade so, du bekommst nichts. Es ist sogar so, dass man sich versucht, gegenseitig sogar schon auszuhelfen. Also die Bike-Branche ist untereinander schon ein bisschen kollegial, aber selbst das geht nicht mehr, weil du... Ja. Okay. Genau, dann haben wir hier... Jetzt haben wir alle verstanden, dass Fahrradfahren ein geiles Hobby ist, ne? Ja. Haben wir schon immer gesagt, aber... Wir wussten das schon immer, ja. Okay, und hier wird dann, außer an Weihnachten wird hier jeden Tag verpackt, oder? Genau, rund, ja, 364 Tage im Jahr. Und an Weihnachten gibt es dann noch ein Geschenkpapier aus dem Rum. Genau, ja. Geil. Nee, das heißt, hier wirklich auch, haben wir uns damals die Verpackung selber... Aber das ist noch nicht immer so, ne? Diesen Karton, der ist ja mittlerweile richtig geil, muss ich sagen. Das ist relativ neu, wir wollten... Hier ganz extrem auf Plastik verzichten. Ja. Es ist einfach so,
diese Kunststoffschützer lassen sich aktuell noch nicht gegen was anderes so sinnvoll tauschen. Sind wir aber trotzdem immer dran, da mal was anderes zu finden, weil dieser Karton natürlich durch den Postversand wahnsinnig an den Sachen schmirgelt. Also wenn jeder Kunde sagen würde, ey, ob die Gabel Teil matt, Teil glanz, ist mir egal, dann könnten wir auch darauf verzichten, aber ich möchte selber auch kein Bike aus dem Karton haben, wo ich sehe, so, ja, das ist schon komplett verkratzt. Aber ansonsten ist es komplett aus Karton, man kann es wiederverwenden, also sprich, wenn irgendwas sein sollte, das Rad wieder zurückverpacken für den nächsten Versand. Das ist, glaube ich, das ist uns ganz gut gelungen, ja. Cool. Genau. Das Thema Nachhaltigkeit wird bei uns auch immer ein bisschen wichtiger. Wir haben zum Beispiel drüben einen riesen Kompressor stehen. Wir nutzen die Abwärme vom Kompressor für unsere Heizanlage. Wir haben auf jeder Halle eine Photovoltaikanlage. Geil, das hätte ich nämlich noch gefragt. Cool. Genau, das heißt, wir produzieren unseren eigenen Strom hier. Wir haben ganz oben sogar ein Gründach obendrauf. Natürlich hat auch einen anderen Vorteil, es ist relativ ruhig oben, wenn es regnet. Aber natürlich auch für die Wasserreinigung bzw. für die Speicherung und natürlich auch CO2-Kompensation ist eine mega coole Idee. Ja. Darüber die Photovoltaikanlage, die uns mit eigenem Strom versorgt. Wir haben hier eine Luft-Wärmepumpe. Also die ganze Halle ist nach dem neuesten KfW-Standard gebaut. Und man merkt es aber, wenn man hier arbeitet, es ist super angenehm. Alles eigentlich vollautomatisiert, das heißt Abluft, Zuluft. Bau war 8 Monate, das ging relativ gut. Ja. Planung war eben das Problem. Wir haben ungefähr ein Jahr geplant, weil hier vorher Tennisplätze waren. Und wir mussten dann erstmal diese Tennisplätze umwidmen, sagen wir mal, als Gewerbefläche. Habt ihr denen dann alle Fahrräder geschenkt, oder? Wir haben einfach die Tennisschläger zersägt, dann war das Thema erledigt. Nein, die wollten diese Plätze eh verkaufen. Okay. Genau, und dann ging es halt darum, das umzuwidmen als Gewerbefläche. Und das hat ein bisschen länger gedauert, aber jetzt passt perfekt. Was heißt, ihr habt angefangen zu planen mit der Halle im Jahr? Jetzt haben wir 21, 19 irgendwo in die Richtung und da war natürlich so 65 Leute, wow. Ich würde mal sagen, das ist ja ganz schön Glaskugel, ne? Also was ist in zwei Jahren? Und, also absolut. Und das war dann echt auch, das ist noch weiter gerutscht. Also das Lager drüben ist immer kleiner geworden, ja. Also das war mal hier alles Lager gedacht, ja. Und so ist es auch im Büro auch. Wir hatten oben noch, wo die Büros jetzt sind, noch Lagerplätze zusätzlich geplant, weil wir eigentlich nur eine einzige Halle wollten, ja. Und es würde dann, ach komm, hier bauen wir ein Büro rein und ach komm, hier bauen wir ein Büro rein. Also der Architekt, der wurde auch schon wahnsinnig. Weil natürlich überall, wo du ein Büro reinplanst, musst du dann die Elektrik reinplanen, musst du oben eine Klimakassette reinplanen. Also es war spannend. Also ich glaube, das letzte Büro, was wir umgeplant haben, war vor 3 Monaten. Da haben wir das Marketingbüro noch mal komplett umgeplant. So ist es halt, ja. Cool, cool. Das heißt, wenn wir jetzt so einen Lauf hier durch die... Das heißt, theoretisch, wenn so ein Fahrrad von Teile gehen rein bis... Fahrrad geht raus, wahrscheinlich einen Tag, oder? Ja. Cool, geil. Ja, da gehen natürlich ein paar Fahrräder am Tag weg. So soll es auch sein. Ich finde es immer schön. Ich glaube, immer wenn ich hier durchlaufe, entdecke ich irgendwas Neues, wo ich denke, hey, das sieht aber auch noch geiler aus, als ich das gedacht hatte. Du hast was erzählt von den Büros, wollen wir da nochmal hochgehen? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Das würde mich nämlich auch mal interessieren. Okay, wir sind in den Katakomben angekommen. Spaß beiseite. Der geilste Boden. Die Adresse von dem Fußbodenleger brauche ich. Ja, das ist die komplette Decke. Also das ist 40 cm breit Stapeldecke, das heißt unten Decke, oben Boden, das ist genau die gleiche Einheit. Geil. Ich fand das toll, da gibt auch ganz tolles Raumklima. Ja. Also ich finde, es riecht auch noch richtig geil. Ich stehe mal Design Engineering Büro, ja. Wir können nicht allzu viel zeigen, hier kommen natürlich die ganzen coolen Entwicklungen her. Also hinter euch stehen jetzt gerade die, boah, wie viel sind es? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 15 neuen Modelle. Ja, genau. 16 sind es, das ist recht vergessen. Ja. Oh ja. Genau. Aber was sicher interessant ist, ist hier unser... Hier haben wir eins. Also ja. Demnächst, damit schwererer, tieferer Schwerpunkt, werden die Räder demnächst so ausgeliefert, oder? Genau, genau. Das ist einfach, also das ist die Trail-Version, damit verlierst du definitiv nie Grip. Gut. Ja. Nee, so werden die Bikes natürlich auch getestet. Also wir sind verschiedene Testaufbauten vom Robert. Diese Testverfahren selber, ja, entwickelt zum Großteil der Robert selber, weil er einfach mit Testmessstreifen im World Cup herausmisst quasi, was kommen wirklich für Belastungen auf die Räder und dementsprechend machen wir die Tests. Natürlich testen wir auch die ganz normalen EN-Tests, aber das ist deutlich mehr, was wir hier machen. Hier, es ist alles ein bisschen im Aufbau, aber hier haben wir einen großen Prüfstand, den wir sonst auch drüben in der alten Halle verwendet haben. Hier haben wir einfach einen Hinterbautest zum Beispiel, der jetzt demnächst anfängt zu laufen. Die haben mehrere tausend Zyklen. So ein Rad läuft dann auch, wenn es aufgespannt ist, zum Teil auch mal eine halbe, dreiviertel Woche.
permanent in der Testmaschine quasi. Ja. Hier sieht man natürlich so ein bisschen, wir ziehen gerade oder sind gerade zum Einzug. Es fällt hier noch sehr, sehr viel Ausstattung. Es fällt sehr viel, sage ich mal, schöne Möbel, schöne Accessoires. Ja. Aber hier haben wir Einkauf IT. Hier haben auch noch das schönste Fahrrad gefunden. Ja, das ist haben wir von einem Kunde geschenkt bekommen. Voll geil. Genau. Und hier sieht man auch mal mit Blick auf die alte Halle. Ja. So als Vergleich, diese Halle hat 540 Quadratmeter. Wie viel hat die hier? Und die hat 2000. Okay, ja. Also viermal so groß. Genau. Ja, dann cool, dass man es von hier so gut sehen kann. Ja. Das, was links und rechts ist, ja dann angebaut worden mit der Zeit. Genau, also rechts ist der Verkauf- und Testcontainer. Hier war früher Marketingbüro und Einkauf. Ja. Genau. Werden die aber weiter benutzt, die beiden? Auch? Also ich denke, dass wir auf kurz oder lang alles weiter benutzen. Die Container an für sich sind jetzt erstmal leer vom Arbeitsplatz her. Hier lagern wir aber erstmal alles, was Marketing-Event-Material ist, dass es einfach außerhalb der Hallen ist. Hat auch sicherheitsrelevante Gedanke dahinter. Dann ist einfach das Event-Zeug, muss man nicht um die Halle aufsperren. Wir sind relativ krass abgesichert mit Alarmanlagen. Also da kommst du nicht einfach so rein, sondern es ist immer ein Act, bis da morgens alles nie unscharf geschalten wird. Deswegen Mahlzeit! Genau, hier haben wir große Mitarbeiterküche. Also hier sind die ganzen Mitarbeiter, die wir überall gesucht haben. Genau. Hier haben wir es jetzt endlich mal gefunden, ja. Übrigens, wenn ihr sagt, Gebäude ist so geil, ihr wollt irgendwie bei Propane arbeiten, wir blenden gleich nochmal noch Davids private Handynummer ein. Auf jeden Fall. Schickt mir eine WhatsApp. Genau, also hier haben wir die ganzen Büros. Hier haben wir zum Beispiel Finanzen und HR. Geil. Ja. Schön hier überall bei euch. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön geworden. Dann haben wir hier natürlich die Büros immer relativ offen gestaltet, das heißt auch mit viel Scheiben, mit viel Licht. Ist das Flonkys Büro? Das ist Florian Gartners Büro, genau. Geil. Produktmanagement, genau. Und was hier vielleicht so ein Highlight ist von uns, wir haben alle natürlich Zugang auf diesen tollen Balkon. Das hat was, ja. Ganz cool, hier kann man es auch noch sehen. Da ist noch eine dritte Halle, die ihr aber nur gemietet habt, oder? Die haben wir nur gemietet, genau. Okay, cool. Genau. Was ist da so drin? Lager viel. Da ist eigentlich das komplette Grundlager drin. Das sind ungefähr 3000 Quadratmeter. Hier sind wir zum Marketingbüro. Nice. Ja. Das heißt, wir haben Besprechungsräume, Marketing, alles relativ offen gehalten. Also hier haben wir natürlich noch im gesamten Gebäude, das wissen wir auch, massiv Bedarf an Regalen, an Sofas, Sitzmöglichkeiten. Aber für uns war es wichtig, die Leute haben alle höhenverstellbare Tische bekommen im Umzug quasi, ja. Das heißt, das Arbeiten macht schon mal deutlich mehr Spaß und jetzt kümmern wir uns Büro für Büro quasi darum, das Ganze irgendwo schön einzurichten. Cool. Genau. Das ist die magische Tür ins schönste das Büro. Okay, jetzt die Spannung steigt. Genau, hier haben wir natürlich diesen Hüttencharakter ein bisschen aufgenommen, ja, und haben da, ich sag mal, eine kleine Hütte angedeutet, ja. Geil. Ich dachte, das wird eine Kletterwand. Also ja, da auch geil, kann man auch klettern, ja, wenn du schmale Finger hast. Das ist eine Zirbendecke, ja. Aber das riecht man auch, gell? Riecht man richtig, ja, richtig, genau. Geil. Dass der Puls runtergeht, das war eigentlich so die Idee. Zirbe senkt 2 Pulsschläge pro Minute. Und man dachte, das wenn du hier eine Stunde drinnen sitzt, dann hast du Ruhepuls. Genau. Geil. Genau. Ja, cool. Und wer sitzt hier drin? Du? Robert? Ich. Und hier ist ein großer Besprecher noch geplant. Da fehlt natürlich noch Tisch und Stühle, aber cool. Das kommt auf jeden Fall noch. Ja, macht das attraktiv, hier zu arbeiten. Das macht es definitiv. Kann ich eine kleine Anekdote. Ich habe mich heute Morgen tatsächlich gefühlt, als wenn ich ein Vorstellungsgespräch hätte. Ich habe mich rasiert, war richtig aufgeregt, dachte, okay, heute musst du ein gutes Video abliefern. Fühlt sich so an wie so eine Werksführung und dann machen wir gleich noch ein Vorstellungsgespräch. Ja, können wir gerne machen. David, wo siehst du dich in 5 Jahren? Am Strand. Nee, also, wo sehe ich mich in 5 Jahren? Eigentlich mehr Spaß, aber sag's trotzdem. Eigentlich genau in diesem Büro. Ich denke mal, dass wir da deutlich mehr Leute haben. Ich denke, dass wir deutlich internationaler aufgestellt sind. Aber wir diskutieren das immer wieder mal so, hey, was würde man denn als Alternative machen? Und der Robert und ich, wir sind uns da relativ einig, wir würden das Gleiche wieder machen. Von daher, wir bleiben hier an Bord, wir bleiben vorne. Einer Steuermann, einer am Ruder, einer gibt den Kurs vor. Wir sind ein mega gutes Team und es wird die nächsten paar Jahre auch noch so bleiben. Ja. Cool, cool. Ja, ich würde sagen, wir holen uns was zum Mittag, gucken uns noch die anderen beiden Hallen an. Guck mal, was ihr in der Instagram-Story noch geschrieben habt. Und dann würde ich sagen, haben wir schon mal einen ziemlich guten Eindruck. Ich muss sagen, ich finde das Gebäude mega geil. Ich finde es cool, dass ihr so ein bisschen Nachhaltigkeitsgedanken mit reinbringt.
finde, es sieht hier übelst schick aus. Also ich kenne es eigentlich nur, dass es immer zu klein ist. Jetzt sieht es mal so aus, als wenn es groß genug ist. Wird wahrscheinlich beim nächsten Mal, wenn wir hier sein, anders aussehen. Also wir haben schon ein bisschen Potenzial, ja. Ja, cool. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, dranbleiben und bis gleich. Genau, hier sieht man also Ausgang, Waren, Eingang. Ja. Und die hinteren Tennisplätze, die schaut euch am besten ganz genau an, weil die sind da nicht mehr lange. Okay. Ich denke, dass wir irgendwann Ende des Jahres hier dann mit Tiefgarage, echt? Ja, Parkplätze sind ein Riesenproblem bei uns, dann nochmal genau diese Halle gespiegelt da drauf bauen. Ja. Krass. Ja. Okay, ja, ja, geil. Genau. Und dann können hier 200 Leute arbeiten. Dann können hier 200 Leute arbeiten, genau. Na gut. Laurin, dann können wir die Bewerbung doch noch da lassen heute. Ja, genau, ihr könnt die bei mir abgeben, ich stempel die schnell. Hier haben wir doch den North Shore. Hier haben wir den North Shore, die wird hochgezogen, die Hängebrücke, ja. Die kommt einfach in die neue Halle mit rein. Ja, genau. Genau, und hier haben wir die alte Halle. Ja, die kenne ich noch zu gut. Hier habe ich auf der Couch Bachelorarbeit geschrieben und all die Interviews mit David runtergetippt. Hier noch unser New Bike Day. Hier haben wir rechts natürlich den... Ja. Ich habe heute auch New Bike Day. Ich kriege heute 5, 6, 7 Spindles. Ah, Respekt. Genau, also der Plan ist natürlich hier. Das Ding wird jetzt umgebaut, sagen wir so 1, 2 Monate. Und dann kommt hier komplett Sixpack rein. Okay. Drüben raus und hier komplett rein. Das heißt, jetzt ist hier gerade... Es ist komplett leer. Kaum zu glauben. Ja. Also Halle zu vermieten. Ja, so ungefähr. Call 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wird komplett umgebaut und dann geht's los, ja. Nice. Krass. Und dann geht's da drüben noch Halle Nummer... Habt ihr das eigentlich schon in Hallen nummeriert? Ja, wir treffen uns in Halle 3. Wir treffen uns in Halle 3. Wir haben das jetzt echt vor, die Hallen durchzunummerieren, weil das ist Altbau, Neubau, Taxhalle nennt die sich, weil früher die Firma Tax da drin war. Ja. Wir werden es aber doch nummerieren in 1, 2, 3, weil das echt... Ja. Also die Paketfahrer, die gehen uns schon an die Gurgel, ja, wenn wir... Nee, er muss zur Taxhalle. Ja, Mensch, keine Ahnung. Wir müssen jetzt zur Taxhalle, ja. Genau, das heißt, hier wird komplett dann nochmal abmontiert. Aber sind die auch verbunden dann? Die sind komplett, du läufst durch, das merkst du nicht, ja. Geil. Genau, so ist es auch gleich geplant. Also wir haben beide Hallen zusammen geplant. Jetzt im Nachhinein hätte man sagen können, bauen wir gleich eine Halle, aber das hat vor 2 Jahren ja niemand gewusst, gell? Also, wir sind ja selber ein bisschen überrascht, wie das abgeht. Ja. Kundentoiletten haben wir hier draußen. Hat da einen eingeschlossen, oder? Ja, es ist seit 3 Wochen da drin irgendwie, keine Ahnung. Der hat es im Magen, ja. So. Okay, also genau. Halle Nummer 3, Taxhalle. Genau, das heißt hier zieht gerade der Customer Service ein, der Verkauf zieht hier ein, wird dann die ganzen Büros hier noch, sagen wir mal, nächste Woche gefüllt. Hinten noch ein komplettes Kleinteillager von Customer Service und dann ist unten und hier vorne komplett quasi Lager. Da können wir einfach mal rein. Ich glaube, das ist das krasseste Lager, was ich bisher gesehen habe. Das letzte Mal habe ich ja gedacht, als ich hier war, dass hier noch irgendwas anderes gelagert wird, außer Sachen von Propane. Nee, das ist nur... Wurde, nee, das, sind... das ist echt nur unser Zeug. Hier steht ein bisschen Event-Stuff. Dann hier Verpackungsmaterial für, keine Ahnung, 2 Wochen ungefähr. Echt? 2, 3 Wochen. Ja. Alter. Genau, das ist witzig, weil wir haben das Material bestellt und wir dachten, klar, wir brauchen so und so viele 1000 Kartons. Und dann kam der und hat gemeint, er hat 28 Paletten und sein Kumpel, der ist noch im Stau, der kommt nachher auch noch mit 10 Paletten. Wir so, scheiße, wo packen wir das hin? Total verschätzt, dass die ganzen Inlays natürlich auch eigene Paletten brauchen. Ja. Krass. Genau. Klar, Newman braucht extrem viel Platz, gell? Das sieht man hier, das ist natürlich Wahnsinn. Und ja. Ja, cool, geil. Fett, was hier alles steht. Und wie viel Material ist jetzt hier? Wie lange könnt ihr damit produzieren? 6, 8 Wochen, so aus der Richtung. Ja, also, während wir jetzt, ich glaube, 2 Stunden mit dir unterwegs waren, voll geil, habt ihr ein paar Fragen hier, zack, 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 bei Instagram gestellt. Wir laufen jetzt noch gerade vor, machen nur ein Foto und währenddessen stelle ich mal 3 Fragen. David, wird es auf absehbare Zeit XXL-Rahmen geben? Boah. Das ist eine gute Frage, ja. Hätte ich eine einfache nehmen sollen? Ja, nimm doch XL, dann kann ich sagen, ja, gibt's schon lang. Nee, XXL-Rahmen, wenn die Anfrage bei uns gestellt wird und das Sinn macht, gebe ich Scout Engineering weiter. Geplant ist aktuell nichts. Okay. Dann fragt David Seifert, wie viele Mitarbeiter werden insgesamt beschäftigt momentan? Du hast gesagt, über 100? Knapp über 100, genau. Wie wird mit der aktuellen Situation in der Lieferkette umgegangen? Ihr habt gesagt, ihr habt eure Hausaufgaben gemacht. Wir haben die Hausaufgaben gemacht und haben natürlich komplett die nächsten 2 Jahre vorbestellt, 22 und 23, komplett schon vorgecastet und vorbestellt. Aber das bringt aktuell in der Situation nichts. Das heißt, du bestellst vor, bekommst einen Liefertermin und der wird dann verschoben, wie es gerade passt in Asien oder in Deutschland, egal wo. Ja. Mhm.
wir versuchen relativ offensiv zu berichten an die Kunden und sagen, hey, wird später oder man wird früher, ist wahrscheinlich aktuell nicht möglich. Aber wir können aktuell nur genau das machen, möglichst offen und ehrlich zu kommunizieren. Wobei das sehr schwierig ist, weil man kommuniziert ein Datum und bekommt 2 Tage später schon das nächste Datum und es wird wieder verschoben und man macht sich irgendwo ein bisschen unglaubwürdig. Aber aktuell sind wir die Hände gebunden. Das ist die Frage, die hier anschließt, wann wird der Rückstand im Lot sein, sobald geliefert wird wahrscheinlich. Der Rückstand im Lot, wir hoffen Q1 2022. Okay. Also ja. Daumen drücken. Dann hier ist noch eine Frage, die glaube ich auch mal ganz cool ist. Wie sind wir eigentlich zusammengekommen? Das können wir glaube ich kurz machen. Irgendwann habe ich einen neuen Bike-Sponsor gesucht. Und wollte mich gesagt, sponsern? Genau. Genau, und du hast gesagt, hey, komm, gib dem Jungen mal ein Fahrrad, dann gibt er Ruhe. Aber dazu erzählen wir glaube ich mal mehr, wenn wir uns bei Rock My Trail TV sehen. Genau, ich guck mal grad, er gibt bis heute nicht Ruhe, das wäre voll die doofe Idee, aber ich glaube, wir wollten das. Ich rufe halt jeden dritten Tag mal an. Genau. Kann man ProPen privat besuchen? Momentan noch nicht, aber bald wieder, oder? Bald wieder, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran und es würde uns massiv freuen, wenn wir endlich wieder Kundenverkehr hier haben. Ja. Cool, wir haben irgendwie so 35 Nachrichten, ich kann jetzt nicht alle vorlesen, sonst sind wir noch eine Stunde dran. Viel davon ist beantwortet. Ich würde sagen, David, vielen Dank. Ganz wichtig für euch, ihr habt jetzt den Auftrag, wenn ihr sagt, boah, ich will noch mehr erfahren. David ist natürlich auch demnächst mal irgendwann in Bad Salzedford auf der Couch. Sprich, werft mal die Finger an, haut in die Tastatur, die Fragen in die Kommentare, was euch interessieren würde, was ich David nächstes Mal fragen soll, wie ich ihn ausbohren soll. Dann würde ich sagen, das war's von uns für heute. Checkt mal das neue Gebäude ab, wenn ihr euch ein ProPen bestellt habt. Ich würde euch sagen, Abholung buchen und sobald das ohne Maske und Corona wieder möglich ist, lohnt sich. Und ich habe es zwischendurch schon gesagt, ohne Kamera, ich bin massiv beeindruckt von dem Gebäude. Dankeschön. Hier. Wenn ihr die Möglichkeit habt, guckt ihr mal vorbei. Super coole Firma. Wenn ihr einen neuen Job sucht, klickt euch auch mal auf die Website. Ich glaube, hier kann man auf jeden Fall ein paar Stunden in der Woche verbringen. Wir können ja fast jeden gebrauchen. Siehst du? Und Schwäbisch beibringen auch noch. Und Amtssprache bei ProPen, ja. Schon, oder? Ja. Cool, das war's von uns für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Denkt dran, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Dann würde ich sagen, wir sehen uns demnächst. Macht's gut. Ciao. Danke, ciao.